Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es das Orakel zum DFB-Pokalspiel Energie Cottbus gegen Bayern München. Und Cottbus wird gespielt von Kolle. Hi. So, also ich würde mal tippen 1-3. Was würdest du sagen? 2-0, 3-0 für Bayern. Okay. Oh, geht ja wieder gut los. 1-0 für Bayern. Ja. Das Bayern-Spiel ist ja heute Abend 20:45. Ich glaube live auf ZDF oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube ARD sogar. Auf jeden Fall kann man es live sehen im Fernsehen. Das ist schon mal nice. Oh, komm. Oh. Oh, der war nicht schlecht. Ja, Bayern. Was kann man zu den Bayern im Moment sagen? Im Moment mit den ganzen Transfers? Naja. Abwehrmäßig haben sie ja ziemlich gut eingekauft. Aber Sturm und Außenstürmer, da hapert es noch ein bisschen. Jetzt haben sie, glaube ich, Perisic auf Leihe geholt für ein Jahr. Weil Sané ja jetzt verletzt ist für lange Zeit. Ja. Vielleicht kommt Sané dann nicht. Vielleicht kommt dann Sané nächstes Jahr oder die holen ihn trotzdem noch. Was ich nicht glaube. Ich glaube schon. Als Stürmer müssen sie eigentlich auch mal ein Backup holen für Lewandowski, falls er sich mal verletzt. Gut, dafür haben sie ja jetzt ab. Ja, aber ich finde nicht als. Als Backup finde ich den nicht so nice. Gut, sie haben ja noch Müller für den Sturm und Gnabry kann das auch noch spielen. Ich glaube, Mittelfeld wollten sie auch noch irgendjemand holen. Aber wenn es jetzt so ist wie jetzt im Moment mit 17 oder 18 Spielern im Kader, das ist ein bisschen zu wenig für. Ich glaube drei verschiedene Dings. Also Champions League, normal Bundesliga und DFB-Pokal. Drei Wettbewerbe. Genau. Wir waren nachher mal am Mandschukic, glaube ich, wieder dran, glaube ich. Aber das haben sie jetzt wieder vergessen. Was wollen die auch mit denen? Ja. Aber was wollen sie mit Perisic? Außer er knallt jetzt voll hier rein bei Bayern. Dann. Gut, deswegen ist er, glaube ich, auch nur geliehen, damit sich halt nächstes Jahr dann Neo. Ja. Wenn er sich dann nicht wieder verletzt. Ah! Oh. Da hoffen wir mal nicht. Also ausfallen wird Sané jetzt bis Februar, März nächstes Jahr. So lang? Ja. Na gut, er wird jetzt operiert und dann dauert das, bis das alles auskuriert ist. Oh, scheiße. Jawohl. Weg mit dem Ball. Ihr könnt ja wie immer eure Tipps in die Kommentare schreiben. So, am Freitag beginnt ja auch die Bundesliga wieder. Das ist richtig nice. Bayern fängt da wieder direkt an. Gegen Berlin. Werde ich natürlich auch wieder orakeln. Jetzt komm.
Und dann kommt ihr direkt schon wieder die Pause wieder. Ich weiß gar nicht, ob es direkt nach der ersten, nach dem ersten Spieltag. Ich glaube nach dem zweiten, oder? Ich glaube auch. Zweiten oder dritten. Voll unnötig. Wer will sowas? Man wartet die ganze Zeit auf die Bundesliga und dann kommt so ein Scheiß immer. Ah. Hätte man mal die Nations League nicht gebracht? Ja, das stimmt. Dann wären wir jetzt schon Großteil mit der EM-Quali durch. Ja, aber wer braucht die Nations League? Die lassen sich nur Scheiße einfallen. Ui. Och, come on. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich Hernandez und so machen in der Bundesliga. Gut, Pavard kennt man ja schon von Stuttgart. Bayern hätte sich theoretisch auch die Licht holen können für die 80 Millionen, weil Juve hat nur 75 Millionen bezahlt. Ja, das stimmt. Eigentlich wollten sie ihn ja auch, glaube ich. Aber ja. Dann hat Bayern halt 80 Millionen für einen anders aussieht. Ja, und dann Hummels abgeben. Aber gut, ich glaube, Hummels wollte eh gehen. Das ist also. Müssen sie noch Boateng abgeben? Glaube ich eher nicht, dass der geht. Ich glaube, Boateng ist so ein Spieler, der könnte irgendwann mit Schweinsteiger in den USA spielen. Geht Schweinsteiger überhaupt noch? Ja, noch ja. Aber er hat ja schon gesagt, ob er irgendwann aufhört. Ich glaube, in den USA ist ja, glaube ich, noch die... Ist ja, glaube ich, ganz anders, da wie die spielen. Ja, die fangen... Nach der Winterpause ist bei denen sie dort. Oh, scheiße. Oh. Gibt's nochmal einen Elfmeter vor der Pause. Rot. Ey, Matu Vila. Ich will mein Ziel sehen. Och. Baller ich da eh wieder irgendwie wohin? Oh. Oh. Der hat aber gesessen. Gerade so. Lewandowski. Ja, mal gucken, wie viel. Hat er den fast gehabt? Wie viel Treffer Lewandowski in der Bundesliga macht. Aber er braucht ja die richtigen Spieler um sich, um viel zu treffen. So, Halbzeit. Wir sehen uns gleich zur zweiten. So, zweite Halbzeit startet. Ich habe zwei Auswechslungen getätigt. Und zwar habe ich jetzt Hernandez reingemacht und Pavard. Mal schauen, wie sie sich hier integrieren. Och, Mann. Ja, wunderbar. Leon Goretzka. Also 1:3 habe ich ja gesagt, typisch im Real Life. Also wenn jetzt hier Kolle noch ein Tor macht, dann könnte es schon passen. Schwierig. Unterzahl. Ja. Der leider vor der Pause noch Rot bekommen. Scheiße. Oh wow. Come on.
Ah, ich dachte, Coman wäre so schnell. Ist ja auch schnell. War halt nur Naja. eine schöne Grätsche. Ist denn das? Ich will immer ganz woanders hinspielen. Schade. Nein. Aber ich werde jetzt gleich noch Arp einwechseln, dann sind alle neuen dabei. Wird zwar wahrscheinlich nicht so sein, aber ist auch egal. Mal gespannt, ob Hernandez spielt am Montag. Pavard. Weiß gar nicht, ob mit Perisic, glaube ich, noch nicht. Da muss er erst mal kommen. Ich denke mal, der wird am Freitag schon dabei sein. Also mindestens mal im Team, denke ich mal. Oh, oh, Nein. Ich dachte, er läuft noch ein Stück weiter raus. Hab ich leider schon gedrückt. Ich kann mir vorstellen, dass Bayern aus Arp so einen richtigen Sandro Wagner macht. Die bringen immer so 89. Minute oder so. ja, ich werde so in der 70. oder so. Wagner hat mir immer so in der 88. reingedrückt. Ach, Wagner, den hätten sich können damals sparen. Beste deutsche Stürmer. Ja. Und jetzt spielt er irgendwo, was weiß ich. Ist er nicht nach China gewechselt? Ja, ich glaube. Das genau wie mit, ach, wie heißt da wo? Ein Dings war in Bremen. Ich glaube, Wagner wäre in der deutsche Ibrahimovic. So, ich wechsle ihn jetzt ein, den Arp. So, Lewandowski raus und ab rein. Zack. Mal schauen, vielleicht macht er ein Tor. Gucken, ob der überhaupt Einsätze kriegt, der Arp. In Real Life. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich so ab der 85. Minute. Au. Na, hoch. Ah. Nein, nein, nicht. Ich dachte schon. Mann. Ich dachte, ich hätte gefoult, ey, Genau, dann was? war das ein Foul von mir, ey. Aber Vorteil. Das ab. Ah, jetzt wollte ich ab mal anspielen. Nein. Mit dem jungen Stürmer mal hier ein Tor machen. Jetzt Nein, oh. Okay, Jawohl, jetzt 3-1. passt. Jetzt passt irgendwie mein Tipp. Also wenn das so jetzt ausgeht, wird das Zufall. Oder macht hier noch irgendjemand ein Tor?
Aber lustig, gegen die Bayern in Unterzahl noch ein Tor geschossen. Ja. Ja, die Bayern-Spieler werden jetzt müde. Ja, gut. Cottbus-Spieler wachen jetzt auf. Ah, schade. Einwurf für Cottbus. Ja, Cottbus war ja auch mal in der ersten Liga ziemlich, eigentlich, kann man eigentlich sagen, ganz gut. Und irgendwann dann halt. Boah, scheiße. Irgendwann halt, ja, abgesackt. Wie manche andere Vereine. Ist halt, sind halt kleine Vereine, wo nicht viel Geld haben. Die können sich halt die teuren Spieler nicht leisten. Dann kommt so ein RB Leipzig, die das Geld haben und marschieren da immer noch vorne durch. Ab! Ab! Traurig. Aber ach. Schade. Ja. Also, das Orakel 1-3, ich tippe 1-3. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Orakel und ciao und auf Wiedersehen.